mein Guter, mein Schmuckstück. So, der Truck soll noch weg. So. Ah, ich glaube, wir haben schon so unsere 20.000, 30.000, werden wir schon gemacht haben. So. Da gab es aber schön Geld. Materialtransport. Ja, gehen wir mal Zeug holen, ne? Ramp bereit. Wo war der nächste? Der war doch direkt hier, ne? Na, da wollen wir mal, Leute. Ah! Upsi? Ihr kennt's aus SnowRunner. Bloß nicht nach hinten gucken. Der Rest ist Wumpe. Ohne Rücksicht auf Verluste. Ja, klar. GTA-Bau. Ja? Ich sehe, ihr habt's verstanden. Hast du Zeitdruck, hast du Zeitdruck. Es ist, wie es ist. Da ist die Baustelle. Es ist zwar gleich in der Nähe, aber mit dem Wenden und so. Ach, ich sag mal. Ab zu Hammergeil, genau. Baustoffhandel Hammergeil, unsere Freunde. Oho. Hier noch Kaffee. Oh, herrlich. Oh nein, ich krieg Strafe, wenn ich nicht fahre. Oh, Schwein gehabt. Wir sind da, Leute. Hammergeil. Oh, schon wieder rot. Das war jetzt vielleicht ein bisschen knapp. Aber ich habe alles unter Kontrolle. Ist die Tasse beheizt? Nee, ist sie later. So. Wir wollen natürlich gleich wieder in Fluchtrichtung parken. Ist dein Stuhl beheizt? Ich denke mal eher, ich beheiz den Stuhl. So. Ihr lieben netten Leute hier. Beim Zocken saufe ich gefühlt immer kalten Kaffee. Ja, es ist later. Es ist so. So, alles für den Job. Junge, Junge, Junge. Wenn, wollen wir natürlich nur eine Fuhre machen, ne? Zur Kasse. Automatisch beladen. Der Haken war schon drin. Wie gemein ist das denn? Da wäre mir ja bald ein richtiges Missgeschick passiert.
Mache ich jetzt alles richtig? Ja. Boah. Ich blockiere mal kurz die Gabelstapler-Parkplätze, ja. Machen wir auch wieder einen kleinen Schwungmaterial. Ah, hier wäre noch so viel Platz, du. Hier wäre noch so viel Platz. So, ab auf Baustelle. War ich da jetzt hier? Oh, natürlich! Wie soll ich denn hier rumkommen? Mich nervt meine Lücke hier. Macht mich fertig. Muss der Bart erst wieder eine Woche wachsen? Dann sieht man die nicht mehr. Faszinierend. Kommt da einer? Na klar. Du musst jetzt mal kurz warten, ich muss hier mal ein bisschen ausholen. Ich hab gesagt, er soll ein bisschen warten. Nee. Immer diese Sture. Mein eben gestutzt, zu viel graue Haare. Okay, Joe. Ist nicht schlimm. So, da kommt nichts. Ich hab's ganz genau gesehen. So. Ah, da brauchen wir jetzt gleich oben Kran. Jetzt mal ohne Mist. Stelle ich ihn den hin, wo er keinen stört? Hier hinten, ne? Okay. So. Obwohl eigentlich geht hier der Schnellmontage? Der Kleine? Unserer? Du, das will ich. Ach, ich stehe auf dem Kranplatz, Mann. Weil das sieht hier nicht so groß aus. Ah, mit denen werden wir auch Probleme kriegen. Christian, wo ist die Ladung? So, warte mal, was wollen sie jetzt haben? Die wollen die Schalung haben? Warte mal, nehmen wir mal die hier hinten. Aha, ich komme nicht mal an die Ladung rein. Leute, der Kran, der ist zu klein. Scheibenkleister. Ich meine, ich hätte auch das Auto umsetzen können, aber... Nö. Nicht kaufen! Kann ich mal alles aus Versehen kaufen? So, Schalung. Wollte ich die hier hinten nehmen, weil die bestimmt irgendwas verdeckt, was mir dann wichtig ist. Das war doch direkt hier, Kleine. Hm? So, Bewährungsgitter und Holz ist jetzt erstmal... Bewährungsgitter liegt dort natürlich drunter, aber eine Palette Holz ist hier schon mal. Wirf ab! Nein!
Klein verkaufen und den großen behalten. Ist eigentlich mal eine Idee. Fukushima ist eigentlich mal eine Idee. Werden wir beim nächsten Bauvorhaben definitiv so machen. Da werden wir das so machen. So, jetzt sind natürlich meine Bewährungsgitter liegen natürlich wieder ganz unten. Wer hat denn die Scheiße gepackt? Da platzt mir doch schon wieder der Arsch. Gut. Baumaterialien auspacken, okay. Ich muss ja erstmal Abnahme vom Tiefbau machen. Okay, ich bin der Schweber. Nein! Nein! Okay, man kann zurücksetzen. Oh mein Gott, ich sollte keine Bauabnahme machen. Ich wollte doch nur mal gucken. Nur mal so einen kleinen Blick riskieren. Aber besser, ne? Besser, ne? Alle. Oh, Leute! Es darf Beton gegossen werden. Haben so wieder schön die Leerrohre drin. Ja, es gefällt mir alles so herrlich hier. Und Leute, jetzt ist der Moment. Wir werden uns unseren ersten Betonmischer, also unsere erste Betonpumpe kaufen. Betonpumpen. Welche will ich? Will ich die von MAN haben? Mir hat eigentlich die übelst gut... Aber diese... Warum sind die teurer? Können die höher, schneller, weiter? Aber eigentlich sind wir ja ziemlich MAN, ne? Wir waren beim Euro Truck Simulator MAN und wir sind hier MAN. Also eigentlich wird's MAN. Safran, grüß dich! Die wird's. Dann wollen wir gleich mal hier Probefahrt machen jetzt hier. Und beim Bullen waren wir auch immer hin. Das stimmt! Das stimmt! So. Leute, unsere eigene Betonpumpe! Eigentlich müsste man dann jetzt sagen, hier kommen, wenn Beton, viele Aufträge, Beton, bla bla bla. Hast du keine Mietkosten erstmal? Da sollten wir uns, wenn dann, auch gleich einen Mischer holen. Sollte man eigentlich auch gleich machen. Die größte ist die Mack. Ja, die Amis wieder, ne? Die Amis wieder. Grün! Oh, diese kleine Steigung hier, die bringt mich um den Verstand. Da kommt nichts, das haben wir alle gesehen. So, wie stelle ich denn die jetzt am besten hin? Ist hier gut? Würde fast mal sagen, ne? So, wir gehen schon mal direkt in Arbeitsmodus. Und ganz wichtig, diese scheiß Klappe da hinten aufmachen. So, warte mal. Was stört ihn? Ich bin zu nah dran, ne? Okay, ist ja gut. Ich würde ja fahren. Ich würde ja fahren. Da leck mich doch am Arsch. Dann machen wir es von der anderen Seite. Und? Wir haben ja jetzt so unsere Fähigkeit verbessert hier mit der Viskosität.
pack den hier rein. Komme ich da bis hinter? Jetzt würde natürlich... Glaubt der, wer war es gewesen? Der Joe oder so. Ich glaube, Joe war es gewesen, sagen. Na, gucke mal, ob du bis hinten rankommst. Und er hat recht damit. Digge! Digge! Aber kann die sein, dass die ein bisschen... bisschen... Er ist wie die Scania, die wir davor hatten. So. Filter für den Job. So. Ich suche wieder die Beton. Da. Ja, Betonmischer. Ja, gab's da nie Oen von MAN? Scheiße. Doch, hier drüben. Puh. 135.000 kommen, Leute. Jetzt, heute wird hier mal richtig auf die Kacke gehauen. Wir wollen keine Mietkosten mehr. Wir wollen einfach keine Mietkosten mehr. Komm, mit dem machen wir jetzt Schnellreise. Ich will endlich Beton hier aufs Felde bringen. So. Ja, rückwärts daran. Haben wir so viel Platz auf dem Hof? Na, Sigi. Gut. Immer befüllen und los geht die wilde Fahrt. Rinn die Brühe. So. Oh, diese Kamera dann immer erstmal. Oh, Leute, es ist so ein ganz anderes Gefühl, in seinem eigenen Fahrzeugen jetzt zu sitzen. Jetzt muss ich hier erstmal... Jetzt bin ich ja mal gespannt wegen der Viskosität. Fahr mal ein. Genau. So, ich will wissen, wie weit das jetzt fließt. Naja. Was habe ich denn jetzt hier gemacht? Warte mal, ich muss das hier mal ein bisschen entwirren. Weil ansonsten tue ich es mir dann nachher schwer. Fährst du nicht ein? Ah, danke. Wo ich... Was soll denn das? Danke. Was war denn das für eine Nummer? Da habe ich einfach meinen Rüssel verloren. Sag mal. Mach das aus! Was soll denn dit? Du, so eine Probleme hat man mit Scania aber nicht gehabt. Oh.
mal gucken. Ein bisschen hartnäckig, der Gute hier. Ich mach das mal hier hinten die Ecke jetzt. Hätte mal einfach die von Scania geholt. Nein! Wir bleiben immer in treu. Wir haben doch schon die Hälfte. Das finde ich jetzt aber scheiße, dass der seinen Rüssel hier immer einfährt. Das ist große Rotze. Da muss ich mich ja doch umstellen. Das ist echt kacke. Das ist echt kacke. Fahr doch mal den scheiß Rüssel aus. Ist das ein Bug? Oder muss ich das im Kontextmenü irgendwo? Nee. Wir waren doch so gute Freunde. Muss ich mich echt umstellen deswegen jetzt? Scheiße! Das ist blöd. Setz mal zurück, die Karre ist ein Bug. Echt? Du warst mit Scania gute Freunde. Pasi, wir waren richtig gute Freunde. Wie ihr gesagt habt, unsere Beziehung war was Besonderes. Unsere Beziehung war was Besonderes. Meine Lieblingsmarke MAN zerstört gerade meinen Seelenfrieden. So. Oh, diese Kamera. Next try. So, machen wir jetzt hier keine Schande, mein Freund. Vor allem wegen 7% mache ich hier so einen Offriss gerade.
Da habe ich ja jetzt gar nicht drauf geguckt, weil ich habe immer nur geguckt, was für eine Fläche dort noch vor mir. Ach, jetzt lässt ein Rüssel gleich fallen. Ist es sein Ernst? Ist es sein Ernst? Baumaterialien auspacken. Oh, Schalung. Wir müssen bestimmt wieder irgendwas hier gleich. Also wir müssen auf jeden Fall weiter Beton machen. Oha. Oha. Einmal Wände. Oh, wir fangen gleich hinten an. Ihr wisst, wie es läuft. Wir hoffen gleich, bis dahin kommen. Das sieht gut aus. Na! Oh! Hier ist keine Brühe mehr drinne. Ach so, ich muss auch aufgießen, ne? Entschuldigung. Oh, okay, da geht wirklich einiges jetzt. Hast du Bier auch auf der Baustelle? Im Kühlschrank. Alles gut. Ah! Ah! Schon wieder leer. Immer alle. Ah, das mit dieser Viskosität, das ist wirklich geil. Schon wieder leer! Komm, 100% kriegt man noch hin. Dankeschön. Ich stelle es mal so. Bewährungs-GDR und Deckenelemente. Ja, da soll jetzt wahrscheinlich Deckenplatte gelegt werden für das EG. Die Pumpe schluckt ganz schön. Auf jeden. Warte mal, was wollen sie haben? Deckenelemente. Das ist zum Beispiel ein Deckenelement. Oh, Kran. Sei mal ein bisschen gnädig. Schwing. Oh. Eins. Das kann jedem mal passieren. Hinten haben wir noch ein Deckenelement. Oh. Bewährungsgitter liegt wieder sonst wo. Das erstmal. Hat niemand gesehen, okay, deshalb mache ich es nochmal. Upsi! Schaut sich weg, die kleine Beule. Ich denke hoch. Das Bewährungsgitter? Jetzt natürlich. Erstmal das Wellblech hier weg.
wirst du jetzt mal? Danke! Ich muss gerade so umdenken. Aber das Bewährungsgitter? Oh Gott, ich gehe gleich mal ein bisschen höher hier. Ui. Zack. Was soll ich machen? Deckenelemente Beton setzen. Okay. Ah, da müssen wir dann bestimmt... Oh, das sind aber große Deckenelemente. Inge. Ja. Das sind große. Alles für die Raststätte. Und wehe, ich habe da keine Bockwurst-Flatrate, ey. Ohne Scheiß. Vor allem, die liegen quer, damit sie dann hochkant hingelegt werden müssen. Das ist so gemein. Das ist so gemein. Sarah. Nein, das sagen wir nicht. Das sagen wir nicht. Oh, Erfahrungspunkt gibt es dann auch bald. Sieh die! Ah, zwei noch. Da müssen wir bestimmt wieder Beton. Gut, die wollte ich jetzt eigentlich nicht, aber ist ja jetzt erstmal Wumpe, ne? Das Ding liegt und gut. Nein, ich habe den Baustrahler nicht getroffen. Ihr habt es ganz genau gesehen. Alles tutti, alles cool. Sehr gut. Oh, Beton haben sie auch schon gemacht? Beton haben sie auch schon gemacht? Schau an, guck. Markierten Bereich räumen. Okay. Da hätte ich jetzt aber meinen Arsch drauf verwettet, dass... Aber ich wette, der nächste Arbeitsschritt ist dann so, dass ich dann einfach mit dem ganzen Gerassel wieder drauf fahren soll. Vielleicht sind wir gut beraten, wenn wir uns auf die Straße stellen. Ich bin so klug, glaube ich. Ich glaube, ich bin so klug. Da müssen wir das nämlich nie jedes Mal räumen. Ja, das ist eine Idee. Nee, zumachen. Das mache ich jetzt. Hast du niedrig, mittel oder hoch eingestellt? Mittel. Oh, Kies, ich hasse Kies. Also Untergeschoss haben wir fertig. Bleibe ich erstmal so stehen. Oh, Kies, Mann. Obwohl, ich habe doch eigentlich mein... Aber mit dem brauche ich ja wieder ewig, ne? Aber wollen wir es mal probieren, weil so viel ist das ja an die Dorte.
Wir probieren es einfach mal. Na. Nicht so viel, nicht so viel. Also Leute, das lief ja mal richtig gut. Vielleicht tun wir so auch nochmal 1-2% holen. Ihr wisst doch, wie es läuft. Oh, ihr 50% gemacht. Das ist doch super. Und ich häng fest. Das lief gerade eigentlich gut, aber wir haben ein bisschen zu viel hier drauf gedengelt. Komm, egal. Hauen wir uns so eine Fuhre drauf hier. Na? Das bissel noch. Und wie soll das richtig? Wie meinst du das? Na, so wie ich mache. Sehr gut. So, bestimmt wieder eine Wald zu holen. Da ich doch. Kies verdichten wir mal, das verkaufen wir hier gleich mal wieder.